Hallo zum neuen Video. Heute zeige ich euch was Besonderes, denn wir haben die Grundrisse vom Haus. Das heißt, wir sprechen jetzt die erste Etage durch und Erdgeschoss. Ich sage euch, wo Iggy seinen Bereich hat. Ich erzähle euch, wie groß es ist, wie groß die Räume sind und was wir so ungefähr vorhaben. Es steht noch nichts so richtig fest, aber ich erzähle mal, wo, wo momentan unsere Gedanken so hingehen, in, in welche Richtung. Und äh, verzeiht mir bitte, ich mache, also ist nicht da, ich mache das hier alleine mit, mit OBS und Bildschirmaufnahme und GoPro-Aufnahme und äh, versuche, dass ich das irgendwie zusammen, zusammenbringen kann. Moment. Okay, ich hoffe, dass das jetzt alles passt und wir jetzt starten können. Im Hintergrund äh, seht ihr äh, den Grundriss von der Parterre, den Grundriss vom Keller habe ich nicht und vom Dachboden auch nicht, aber. Ähm, Erdgeschoss und erste Etage kann ich euch gerne, gerne zeigen. Und wenn ihr Anregungen und Tipps habt, habt gerne in die Kommentare unten damit, was ihr so machen würdet oder was ihr so fühlen würdet in den Raum. Ja, da sind wir auch sehr gespannt, weil noch sind wir sehr bereit, irgendwelche Änderungen da durchzuführen. Also, es ist noch nichts so in Stein gemeißelt. Also, die, die Maus müsstet ihr hoffentlich auch sehen. Ansonsten, ist schwierig, ja. Ähm, wir haben drei Stufen weiß nicht, ob es drei oder vier jetzt sind vor Ort, kann ich jetzt nicht mehr so verifizieren. Aber wir haben ein paar Stufen, weil wir haben ja einen Keller und der ist nicht, ähm, der ist halt so ein bisschen höher, ne? damit auch Tageslichtfenster im Keller sind sehr kleine, schmale, aber deswegen ist die Etage so ein bisschen höher gekommen. Deswegen hat man keinen ebenerdigen Eingang mehr ins Haus. Das muss man natürlich wissen, wenn es äh, ans Alter später geht. Allerdings gibt es hinten im, auf der anderen Seite vom Haus zwei Ausgänge tatsächlich, die jetzt sind die eingezeichnet? Ne, sind nicht eingezeichnet, aber ich sage euch, wo sie sind. Und die sind beide ebenerdig. Ja, also könnte man eventuell zur Not, falls man keine Treppen mehr laufen kann, auch hinten rum durchs Haus reingehen. Genau, das wollte ich nur mal sagen. Das der erste Vorderflur nenne ich das Ganze jetzt erstmal. Und das finde ich ist eine sehr, sehr geile Sache, denn den gab es früher nicht. Das ist ein Anbau in dem Haus und das haben unsere Vorbesitzer tatsächlich erst ähm, realisiert. Und ich finde diesen Anbau sehr klug und durchdacht und der sieht richtig toll aus. Ich mag die Optik sehr gerne. Ich habe euch davon auch schon mal ein Foto gezeigt. Also es ist ein neuer Anbau, da machen wir auch gar nichts dran. Und da kommen nur Möbel rein. Ich fühle da auf jeden Fall ein, ein riesen Möbelstück dass wir gut sitzen können, die Schuhe da reinstellen können, ein bisschen was für die Jacken, Spiegel und ja, dann wäre es eigentlich schon soweit fertig Schlüsselablage, ähm, dass wir den Flur halt richtig gut nutzen können. Der hat auch eine tolle Größe der Flur und ähm, die Stufen sind auch überdacht schon, also man steht nicht im Regen, wenn man seinen Schlüssel raussuchen muss, sondern das, das passt alles sehr gut. Ähm, das Haus ist auch direkt äh, eine Grenzbebauung nach vorne. Man hat dann direkt den Weg vorne, dann läuft man ähm, zwei, drei Schritte, sage ich mal, auf gepflasterten Boden. Dann läuft man die Treppe hoch. Also das Haus fängt dann instant an sozusagen. Also das Haus ist eine Grenzbebauung ähm, nach vorne hin. Und äh, das ist sehr angenehm. Dann haben wir links den ersten Raum und das ist das äh, komplett modernisierte Bad. Das wurde erst, also wirklich vor kurzem erst gemacht. Und tatsächlich äh, ist es die Dusche sogar noch ungeduscht, weil denn äh, Schicksalsschläge passiert sind und sie das Haus doch nicht mehr nur so nutzen konnten, wie sie äh, ursprünglich vorhatten. Und ja, wie gesagt, äh, Duschen unbenutzt halt einfach. Also das Bad komplett neu, da fassen wir natürlich auch nichts an. Ähm, die Badmöbel, die sind auch alle toll, da kriegen wir auch alles runter. Ich habe mein Bad Hänge-Regal, sage ich mal, habe ich ja hier noch, das werde ich mitnehmen. Und den Platz brauchen wir auch, weil ich so ein bisschen messi-mäßiger unterwegs bin im Badezimmer. Aber ansonsten ist es perfekt für uns. Also da freuen wir uns richtig. Ist auch eine ebenerdige Dusche drinne. Passen auch zwei Leute rein. Ist mega cool. Freuen wir uns sehr. Also Bad ist top mit. Äh mit Fenster. Gegenüber von der Badezimmer als rechts dann äh, der erste Raum, sozusagen, wenn man am Flur steht, rechts der erste Raum. Und da haben wir gedacht, das ist der perfekte Raum für ein Gästezimmer. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass wir Fevos haben. Die könnt ihr jetzt hier auf dem Grundriss nicht sehen, weil die sind äh, separat vom Haus auf dem Grundstück drauf. Das finden wir auch sehr schön, dass äh, eventuelle Ferien. Viel, wo Gäste nicht direkt im Haus sind, sondern halt auf dem Grundstück, aber schon separiert. Das finden wir ganz toll. Ähm, aber Gästezimmer finden wir auch gut und auch sinnvoll. Unser ganzes Leben passt ja hier auf 53 Quadratmeter. Zugegeben bisschen chaotisch, ja, aber äh, wir brauchen die 190 Quadratmeter im Haus momentan noch nicht. Ne? Man weiß ja auch nicht, was die Zukunft bringt, was man daraus machen möchte, aber Momentan haben wir gedacht, so Gästezimmer ist das Klügste, was wir so momentan machen können. Und dann geht man wieder in den Flur. Wir finden es auch toll, dass es das keine Durchgangszimmer sind. Der Flur ist auch schön schmal gehalten, weil Flur ist ja immer so tote Quadratmeter. Da kannst du ja kaum was machen. Die Deckenhöhe ist 2,75 Richtig hoch, genauso hoch wie hier bei Fatih. Lieben wir sehr, wir hatten da vorne sehr niedrige Deckenhöhe. Und es also 240 Standard, ne? <laughs> nicht niedrig. Wir haben uns auch Häuser angeguckt, da war die Deckenhöhe nur zwei Meter. Und äh, das fiel in unserer alten Wohnung nicht so auf, weil wir auch bodentiefe Fenster hatten. Aber tatsächlich finden wir hier die Raumhöhe viel, viel angenehmer, einfach. Ähm viel angenehmer, ja, und da freuen wir uns auch sehr, dass das neue Häuschen auch so eine hohe Deckenhöhe hat. Und bei so einem alten Haus das ist ja von 1907, das Baujahr, ist es auch nicht selbstverständlich, dass man so eine schöne Deckenhöhe hat. Ja, ähm, das nächste würden wir also bereithalten für die Stube. Da würden wir gerne unseren tollen echtholz esstisch hinstellen mit unseren tollen Lederstühlen und. Ähm, wir sind noch am Überlegen wegen, also da kommt auch auf jeden Fall auch der Fernseher in das Zimmer rein. Und ich habe gedacht, so statt einer Couch fände ich halt irgendwie drei Sessel ganz cool, weil wir, wir sind ja zu dritt auch, dass wir, wenn wir einen entspannten TV-Abend machen wollen oder uns eine Serie angucken wollen, dass wir alle einen guten Sitzplatz haben. Und da würde ich auch Wert drauf legen, ob äh, auf Massagesitze und Liegefunktion und Aufstehhilfe und so also eine elektrischen Sessel, ne, dass man auch an später denkt. Das fand ich ganz cool. Kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er lieber eine Couch möchte. Die meisten haben ja eine Couch, aber ich finde Sessel jetzt per se auch nicht schlecht. Und äh, die Couch würden wir tatsächlich in das äh, Gästezimmer unterstellen, weil es eine Ausziehcouch ist. Ist also gleichzeitig ein 160er breites Bett. Und äh, da kann man gut drauf schlafen das ist sehr bequem genau dann würden wir da also so sessel kaufen dann geht es wieder in den flur und dann kommt es in den küchenbereich der erste raum den ihr seht das ist die küche da ist momentan eine küche drin und die küche kommt nach oben zu dem egbert wir gucken uns die küche natürlich noch mal genau an aber theoretisch sollte alles funktionieren ähm, genau der Iggy kriegt nämlich auch neue möbel er ähm, wir machen ihm das alles fertig damit da wenn er hier ankommt denn dort ankommt, dass er sich gleich wohlfühlen kann und dass alles da ist und dass das alles fertig gemacht worden ist von uns. Und ja, das ist eine ziemlich schöne Küche. Ne? Also wir haben jetzt die Schränke noch nicht aufgemacht, wir müssen uns sofort angucken. Aber eventuell stellen wir dem halt die, dem Iggy hoch, oben ist nochmal ein Küchenbereich, weil es war ja so ein Mehrgenerationenhaus. Das heißt, unten die Älteren, oben die Jüngeren, oben ist auch noch deutlich mehr gemacht worden als, als unten. Und Deswegen gibt es oben auch einen Küchenbereich und äh, zweites Badezimmer und alles drum und dran. Ne? Kompletten Bereich zeige ich euch dann auch noch. Und äh, tatsächlich fand ich den Raum etwas klein für die Küche. Und wir haben dann hin und her überlegt, weil der Raum dahinter, das ist das Esszimmer gewesen. Und wir haben überlegt, ob wir da dann die ganzen Vorräte und alles, was man so in der Küche braucht, im hinteren Raum lagern, dass man dann nur das rausholt. Was man so braucht, aber ähm, tatsächlich, weil die Wände. Also wenn man sich die Wände anschaut, da drüber ist nicht direkt noch eine Wand. Ne? Also manchmal, wenn man sagt, es sind tragende Wände, wenn die Wände so übereinander stehen, ne? dann kannst du die ja nicht einfach wegreißen. Aber ich glaube, dass es keine tragende Wand ist. Ich bin aber auch ein Laie und wir holen auf jeden Fall einen Statiker. Wir würden das doch gerne rausreißen und dann ist das ein 25 Quadratmeter Bereich für eine super XXL entspannte Wohnküche. Und das finden wir wiederum sehr, sehr spannend. Und dann kommt der letzte Raum. Und das wird unser Schlafzimmer momentan. Ich weiß, wenn ihr die obere Etage seht, ihr habt einen besseren Platz im Auge für das Schlafzimmer. Aber wir haben uns ja schon Gedanken darüber gemacht. Das sind trotzdem 16, noch was Quadratmeter. Also groß genug für ein Schlafzimmer. Ähm, da kommt dann auch unsere Kleiderschrankstange rein und ein Packschrank. Und dann warst es halt auch. Ähm, Küche würden wir ja komplett neu kaufen die küchenmöbel die wir haben die haben wir jetzt schon mehrere umzüge hinter sich die haben wir schon jahrelang jahrzehntelang manche möbelstücke und ähm, wir werden fast alles mitnehmen und dann äh, vor ort gucken wann wir was aktualisieren ne? aber die küche werde ich wahrscheinlich eher neu kaufen genau ähm, das wäre die untere etage ich kann euch noch mal die quadratmeter dazu zeigen und zwar so da seht ihr die quadratmeter dazu und wir sind da sehr sehr happy mit ich sage euch nach am ende des videos was wir mit dem keller so vorhaben platzmäßig ähm, weil das ganze ding ist komplett unterkellert also nicht der anbau aber der rest ist natürlich komplett unterkellert und da sage ich euch dann noch mal was wir vorhaben ähm, ich finde die raumgröße sehr schön ähm, wenn der durchbruch von der, von der küche gemacht ist ist es ist äh, traumhaft, wirklich. Also können wir nicht meckern. Wir fänden, also wir hatten in der alten Wohnung ja auch eine offene Küche mit Stube. Also eine halb offene Küche hatten wir ja. Finde ich auch nicht schlecht. Mm, aber, also jetzt ist sie ja getrennt. Und viele finden das, glaube ich, auch gut. Ne? Da gibt es immer so Befürworter und Nicht-Befürworter. Da sind die Küchengerüche nicht in der Stube. Ist ja auch gut. Man stört die Leute nicht beim Fernsehgucken mit dem Küchengeklimper. Also hat Vor- und Nachteile. Wir feiern auch so halboffene Küchen, aber jetzt ist es halt getrennt. Finde ich, also ist ist okay, kann man kann man mit leben. Jetzt zeige ich euch den oberen Bereich und der obere Bereich ist einmal aufgeteilt. Also hier ist die Treppe. Ne? Also die ist nochmal genauso groß wie im ersten Bereich. Da ist die Treppe zu, zu finden. Die nimmt ja sehr viel Raum ein. Die Treppe lieben wir aber auch sehr, weil man äh, man kann auch Sachen von von unten nach oben tragen. Ne, das sind richtig schöne stabile große Treppe. Da können auch zwei nebeneinander langlaufen. Da quält man sich nicht gegenseitig mit. Das ist eine richtig schöne, angenehme Treppe. Vielleicht lassen wir die an. vielleicht in der Hoffnung, dass da Holz zum Vorschein kommt. Würden wir sehr feiern. Momentan ist sie ja so lackiert und mit PVC-Boden belegt. Wir gucken mal, was sich da drunter so verbirgt. Ich denke, die Treppe. Fühlt sich wie so ein Highlight in dem Häuschen an. Ne? Feiere ich sehr die Treppe. Also, hier ist die Treppe, man kommt da hoch. Und dann ist es, wie gesagt, einmal so ein bisschen geteilt. Wir haben für den Iggy einen Bereich äh, uns überlegt. Und zwar ähm, das hier: alles. Das hier oben, der kleine Raum ganz links oben, ist ein. Komplett ausgestattetes Badezimmer. Die Badewanne ist nicht mehr die modernste, aber ähm, es funktioniert alles. Alles andere wurde komplett saniert, renoviert. Also die Badewanne ist cool eigentlich. Die hat schon Stil, die da oben drin ist. Ja, also es ist ein komplett eingerichtetes Badezimmer. Ist optimal für den Igi-Bad dann später. Mit Badewanne, Toilette, Waschbecken, auch schon so ein integrierter Waschbeckenschrank. Da passen alle seine Sachen rein. Das ist wirklich perfekt für ihn. Auch ein Tageslichtbad. Sehr, sehr schön und angenehm. Dann kommt man hier raus. Und hier. Und hier an dieser Front. Ist ähm, die Küche installiert worden? Also, da sind schon alle Leitungen vorhanden. Da war natürlich auch eine Küche drin. Man sieht es noch so ein bisschen an den Wänden. Und da möchten wir gerne die Küche von unten hinstellen. Und das Schöne ist, dass die, ähm, das ist auch eine gerade Küche, ne? also eine, eine Linie. Das würde, denke ich mal, auch gut nach oben passen. Mit den, also, die Anschlüsse sind schon alle vorhanden. Und da würden wir eben die Küche hier hinstellen. Und hier in dieser Ecke. Ähm, das hattet ihr auch mal auf dem Foto gesehen, ist schon so eine, so eine Küchensitzbank. Äh, die würden wir auch drinnen lassen, weil die. Ich finde die cool. Na? Wenn er die gar nicht mag, dann können wir uns natürlich eine andere Lösung überlegen, aber so kann man das natürlich erstmal nutzen, wie es ist. Da hat er also so eine Sitzgelegenheit. Das ist dann eine offene Wohnküche für ihn. Er braucht auf jeden Fall noch einen PC, also so einen, auch einen Arbeitsplatz für seinen Rechner. Er sitzt ja auch gerne im Internet und äh, ja, dann ist die Stube auch schon voll. Und dann gibt es hier noch diesen Raum und das wird sein Schlafzimmer dann werden. Also hier werden wir ihm ein großes Bett reinstellen und ein Schrank für seine Klamotten hätte dann sozusagen wahrscheinlich hier an dieser Wand Platz. Hier tatsächlich steht noch ein richtig hübscher Kamin, den er befeuern kann. Und hier haben sie eine Fernsehwand installiert. Das werden wir wahrscheinlich auch dran lassen, weil das ziemlich cool aussieht. Also gefällt uns, was die da auf jeden Fall gemacht haben. Und ähm, ich glaube, er hat momentan keinen Fernseher, aber das würde sich perfekt eignen für einen Fernseher. Ne? Diese, diese ganze Wand und dann kann man vom Bett halt auch abends mal Fernseh gucken. Ähm, natürlich kann der Iggy -Bär dasselbe entscheiden, was er macht am Ende. Äh, wir sprechen uns miteinander ab, aber das wären zuerst so meine, meine Grundideen dafür für den Raum. Das sind insgesamt 49,2 Quadratmeter. Wir sagen ungefähr 50. Und perfekt für eine einzelne Person, würde ich sagen. So dass der Egebert auch seinen Rückzugsort hat. Wenn wir ihn nerven, kann er sich zurückziehen, er stört ihn keiner. Ne? Und wenn er wenn er möchte, kann er an unserem Familienleben teilhaben. Ähm, und ich, ich fand es auch wichtig, dass, wenn er mitkommt, dass er auch seinen kompletten eigenen Bereich hat, seine Sachen hat, seine, also alles, was man so zum Leben braucht, was er jetzt ja auch hat, äh, dass er das auch auf jeden Fall hat. Und wir haben auch gesagt, 49 Quadratmeter, also so eine typische Wohnung für eine Single-Person. Ähm, falls er, wenn, man weiß es ja nicht, wenn er irgendwann mal eine Freundin mitbringt oder einen Freund hat zum Übernachten oder auch mal jemanden einladen möchte, das weiß man alles nicht. Und dafür braucht man ja schon so eine gewisse Art Platz. Deswegen ähm, haben wir gedacht, dass 49 Quadratmeter... Ähm, Gut ist. Momentan hat er eine größere Wohnung tatsächlich. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass alles, was er ja nicht äh, täglich braucht und nur lagert oder so, das kann ja auch in, in anderen Räumen von uns liegen. Ne? Wir haben ja noch, wie gesagt, Keller und Dachboden. Ähm, er kann sich ja natürlich auch in den anderen Räumen ausbreiten. Das ist auch gar kein Problem. Ne? Ja, mh, hier. Haben wir momentan eine Abstellkammer? Das ist ein ziemlich toter Raum, momentan. Der müsste komplett gemacht werden. Also, da wurde, wurde lange nichts gemacht. Ähm, weil das ähm, direkt über der Küche ist, habe ich gedacht, langfristig, weil wir ja unten nur eine Dusche haben und ich auch gerne bade, dass man theoretisch hier ein drittes Badezimmer installieren könnte. Das habe ich mir so gedacht, langfristig. Ne? Das würden wir nicht in den nächsten fünf Jahren machen, auf gar keinen Fall. Äh, vielleicht würden wir das erstmal so als Abstellfläche nutzen, vielleicht so als, ihr wisst, jetzt haben wir so einen eBay Schrank, vielleicht würden wir das als eBay-Ecke nutzen für Sachen, die wir äh, verkaufen, loswerden, zum Schrott fahren müssen oder sowas, wissen wir noch nicht. Oder Putzschrank ist ja auch sinnvoll. Ähm, sowas alles. Äh, langfristig vielleicht ein Badezimmer, finde ich gar nicht so verkehrt. Genau. Ähm, momentan halt noch tot. Und dann kommen wir zum perfekten Schlafzimmer. Ich weiß, dass ihr das alle sagen werdet. Ich fand es auch, dass wir erstes, es war auch zuerst der Plan, dass man hier das Schlafzimmer reinmacht. Dann hat man einmal für mich die Klamotten, einmal für Osok die Klamotten. Aber wir brauchen nicht so viel Platz. Also das ist Punkt 1. Äh, wir finden es schön, dass auch die Nischen, das sind ja Dachschrägen. Ähm, Tageslichtfenster haben, das ist sehr cool. Wir haben äh, gedacht, als wir überlegt haben, wo wir in dem Haus Iggy den äh, Platz anbieten möchten, ähm, dass es oben ganz cool wäre. Und dann haben wir irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, die 49 Quadratmeter für den Iggy zu lassen, komplett so wie es ist, damit er eine vollständige Wohnung hat. Es ist jetzt keine eigenständige Wohneinheit. Ähm, dafür bräuchte man dann extra Eingang und so. Aber ähm, vielleicht kann man mit dem Stromkreis das zum Beispiel nochmal machen. Also die Stromkreise unten und oben sind schon getrennt, weil es war schon mehr Familienhaus. Ähm, aber nicht der, nicht der Bereich. Also da könnte man auf jeden Fall was machen. Und dann haben wir gedacht, auf der anderen Seite ist Platz für unser Büro. Wir haben ja hier auch dieses Büro. Wir hatten ein Büro in der alten Wohnung. Ähm, also wir würden hier. An dem Fenster, an der Fensterfront, äh, unser 3-Meter Schreibtisch packen. Direkt vor den Fenstern, dann kommt das Licht nicht mehr von der Seite. Also für Streaming viel, viel besser, dass das Licht von vorne kommt. Dann kann man auch mal seine Augen entspannen, wenn man die ganze Zeit auf dem Bildschirm guckt. Also weil dann kann man halt rausgucken. Okay, das ist Nachbarhaus, ne? Aber das ist ja nochmal eine andere Entfernung für die Augen und das ist ganz angenehm, wenn man einfach Instant aus dem Fenster so richtig rausgucken kann. Finde ich ganz gut. Und dann hätten wir. Die Wände würden wir, die sind auf jeden Fall keine tragenden Wände, die würden wir wahrscheinlich rausreißen, beide. Und die kleinere Nische, die nutzen wir dann dafür, für unsere Büroorganisation, für alle Ordner, die wir haben, für Drucker und alles sowas. Und natürlich Streaming-Zubehör für Ozark und seine Urkunden und alles, was er so oben haben möchte, kann hier in diesen Bereich rein. Und diese Ecke. Das ist das Highlight des Hauses. Also mein persönliches Highlight natürlich. Das ist meine bastel, -Bastel ecke Also hier kommt mein ganzer Bastelkram rein. Also alle makramee sachen alle <laughs> Farben, alle, <laughs> alles, alles einfach. Alles, was wir, der Diamond Painting, habe ich ja noch. Alle meine angefangenen Hobbys. Ähm. Alle kreativen Sachen, der komplette Wollvorrat, alles, die Nähmaschine, das kommt alles in diesen Bereich rein. Momentan ist es ja in der Stube untergebracht und ich gucke natürlich immer, dass man auch nicht nur kauft, sondern auch Projekte abschließt und Sachen verbraucht, dass man nicht so viel hortet, weil ich nicht so viel Platz hatte bis jetzt. Das ändert sich dann. Ja, also in diesem Räumchen darf ich mich komplett austoben und da freue ich mich tatsächlich sehr, weil momentan muss ich ja dann immer alles auch wieder wegräumen, sonst liegt es halt rum und da kann man dann halt das auch mal stehen lassen, ne? Also kann ich dann eine Ecke eine Nähecke machen, ne, mit einem Schreibtisch, einem Akramie-Ecke, wo ich das gut anpinnen kann, damit man, man gut knüpfen kann. Und äh, ja, da kann man das halt alles, alles ordentlich machen. Das ist halt groß genug dafür. Und wenn ich mehr Platz brauche, kann ich trotzdem mehr noch den Dachboden und den Keller nutzen für Lagerung. Ne? Aber das ist, das ist äh, ziemlich cool. Also da fühle ich mich sehr privilegiert mit, mit, dem, mit dem Raum. Und deswegen haben wir gedacht, dass unten wäre der 16 Quadratmeter-Raum zu klein fürs Büro. Ähm, weil Ozak ist ja im Homeoffice äh, teilweise, dann ja natürlich öfters nach dem Umzug und musste auch wirklich arbeiten, Dann streamt er sehr viel und spielt am Computer und das ist einfach gut, dass wir da einen kompletten Raum für haben, der auch groß genug ist, wo er auch, wenn er mal ein Video aufnehmen möchte, dass er einen guten Hintergrund hat, wo er ähm, sich ja auch auspixeln kann. Also dass, dass wir, deswegen ist ist so das ist auch 30 Quadratmeter groß dieser Bereich das ist genau perfekt fürs fürs Homeoffice und deswegen haben wir uns dafür entschieden das kleinere Schlafzimmer zu nehmen und den größeren Raum fürs Homeoffice zu lassen ja zum Dachboden hin ist hier im Flur so eine Klappe so eine Dachbodenklappe ihr kennt es glaube ich alle dann kommt da so eine Leiter runter ihr fand ist sehr wackelig ähm, könnte man überlegen ob man langfristig Wäre auch eine Idee für den Raum hier, hier drüber. Oder das, äh, weil das sind ja hier 30 Quadratmeter, wäre auch groß genug, dass man das irgendwann mit so einer schmalen Wendeltreppe oder so eine so eine schmalere Treppe ähm, oder hier direkt, weil hier ist ja auch die Treppe von unten. Ne? Könnte man natürlich auch überlegen, äh, ob man das Treppenloch versetzt und eine ordentliche Treppe zum Dachboden hin macht. Der Dachboden, also nach oben hin, ist es isoliert. Der Dachboden allerdings ist nicht isoliert. Da hat man also Ausbaureserve. Momentan für drei Personen brauchen wir das natürlich nicht, später sind da die Möglichkeiten aber noch offen. Und dann wollte ich euch noch mal Kellermöglichkeiten sagen. Also ihr seht, wir haben uns da schon einige Gedanken darüber gemacht, wie wir was so ungefähr regeln wollen in dem neuen Häuschen. Wir finden den Grundriss, so wie er ist, wirklich extrem schön. Nicht verwinkelt, nicht klein, hohe Decken, äh, tolle Türen übrigens auch da drin, ne, um das auch mal erwähnt zu haben. Ähm, ja, ähm, auch, auch eine gute Fensterverteilung auf jeden Fall. Also, wir sind so sehr, sehr zufrieden. Also, ich habe das Angebot ja auf ImmoScout gesehen und war so instant verliebt. Ich sah, war ja der falsche Zeitpunkt eigentlich. Ne? Wir wollten ja hier in dieser Wohnung noch so ein bisschen länger äh, wohnen bleiben und noch weiter Geld sparen. Aber ich habe das, ich war sofort so ein bisschen verliebt in dieses Haus und dann habe ich das Ursack gezeigt und er war auch ganz hin und weg. Und dann habe ich die Frau angeschrieben, die Maklerin, und dann haben wir uns das ja auch besichtigt. Und wir haben gedacht, so oh, für den Preis vor allen Dingen, das war wirklich das mega schnäppchen absolut, also so. Sehr, sehr günstig, auf jeden Fall. Sehr, sehr günstig dieses Haus. Super Schnäppchen. Und dann haben wir gedacht, so, oh Gott, da muss irgendwo ein Riesenmakel sein, den man nicht auf den Fotos und im Exposé gesehen hat. Und wir waren dann vor Ort. Und zwischendurch habe ich gedacht, so 190 Quadratmeter ist auch eigentlich voll groß. Aber das verteilt sich richtig gut in dem Haus. Also wir waren, wir sind dann da durchgelaufen und wir waren auch direkt verliebt und. Ich hatte auch schon dann direkt Ideen, wo man was machen könnte. Und äh, das Haus an sich finden wir wirklich sehr, sehr schön. Und dazu gehört, wie gesagt, noch ein Keller. Da habe ich keinen Grundriss. Ähm im Keller wollten wir einmal einen Vorratsraum unterbringen. Also, der Keller ist tatsächlich so ein kleines bisschen Manko. Es ist so ein es ist so ein naturfeuchter Erdkeller von 1907. Also, ganz Jens, Jens, klassisch. Wird man wahrscheinlich auch nie richtig trocken kriegen. Das muss man gucken, wie man es macht, weil das ist halt schwierig manchmal. Man muss halt wissen, wenn man das Fitnessstudio unten reinmacht, dass es eventuell erhöhte Rostgefahr gibt an den Geräten. Da muss man natürlich äh, dran denken. Aber. Es ist der perfekte Kartoffelkeller. Es ist perfekt dafür geeignet, um Lagergemüse zu lagern. Wir können da unseren Vorratsraum rausmachen. Also ich kriege einen XXL Vorratsraum. Wir haben ja auch einen großen Garten und wir wollen natürlich auch viel anpflanzen. Also wir wollen da wachsen mit dem Garten zusammen. Und mehr anpflanzen, als wir verbrauchen können, dass wir für den Winter halt noch ein bisschen was einmachen können und dafür ist so ein vorratsregal wo alles strukturiert ist wir haben ja diese iva regale von fati behalten die werden wir dort aufbauen und dann kann man alles ganz ganz toll in diesen regalen unterbringen es wird dann alles nebeneinander stehen sehr übersichtlich sein und ja, freue ich mich sehr drauf. Also ich kriege einen richtigen Vorratsraum. Alles, was ich in der Küche nicht täglich brauche, das kann auch alles da unten rein und kann gelagert werden. Ich weiß nicht, vielleicht stellen wir auch mal einen Entfeuchter unten hin. Das werden wir dann vor Ort feststellen, wie so die Situation vor Ort dann wirklich ist. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz klassischer Keller. Und äh, wir haben keine Sorge, dass die Feuchtigkeit irgendwann hochkrabbelt. Äh, weil erstens ist es die letzten 100 Jahre nicht passiert, das ist schon mal Punkt eins. Und zweitens ähm, ist auf dem Keller eine richtige Betondecke drauf ne? und äh, da macht man sich gar keine Sorgen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Äh gemacht worden. Also die haben da damals auch für also 1907 viel Geld in die Hand genommen, um das das Häuschen da aufzustellen. Das waren keine armen Leute, die das gebaut haben. Deswegen, also das wurde schon ganz vernünftig gemacht. Deswegen haben wir auch keine Angst vor diesem äh, Naturkeller, sage ich jetzt mal. Man kann überlegen, ob man irgendwann, wenn es ein Total steht, noch so einen Entfeuchter ähm, da laufen lässt. Aber so wie es ist, ist ja erstmal gut. Wir wollen eine Fitness-Ecke machen, weil, also das Fitnessstudio gibt es da natürlich auch in der Stadt. Ne? Ähm, aber es ist ja langfristig natürlich, wenn wir. Personen sind und für drei Leute fitness äh, abos zahlen würden jeden Monat. Da kann man sich halt auch einen eigenen Fitnessbereich aufbauen unten im Keller. Und tatsächlich haben wir ja schon ein paar Fitnessgeräte und äh, plus die Gartenarbeit und man kann ja auch eine runde joggen gehen. Das wird halt vollkommen ausreichend sein. Wir haben ja letztens ein Handel, Handeln gekauft und Gewichte. Ähm, ja, ja, da fehlt ja dann nicht mehr, nicht mehr so viel, dass man ein vollständiges Setup hat für, für alle möglichen Übungen und äh, Krafttraining vor allen Dingen auch. Ja, das würden wir einmal machen und die in der Keller steht natürlich auch momentan die Ölheizung. Die funktioniert natürlich auch, die ist 30 Jahre alt, die muss natürlich dringend erneuert werden. Das ist ganz klar, dass wir die mit einer Luftwärmepumpe austauschen werden. Ähm ist logisch, dass wir einige Sachen an dem Haus auch machen müssen. Ähm, genau, das steht in einem Bereich. Wir würden, äh, unten sind auch die Anschlüsse für die Waschmaschine. Waschmaschine würden wir auch unten hinstellen. Achso, ich wollte euch sagen, wo die Türen sind noch. Eine Tür ist hier direkt im. Treppenhausbereich. Also, ich würde mir aus der Küche eine Tür wünschen, theoretisch, aber dann habe ich auch gedacht, so drei Türen hinten raus ist ja auch voll zu viel. Braucht kein Mensch, weil ich denke, so wenn irgendwas in der Küche fehlt, schnell rausschüpfen und so. Äh, kann man später noch überlegen, ob man irgendein Fenster zur Tür umwandelt. Aber man muss hier aus der Küche rausgehen. Die halbe Treppe runtergehen und hier auf dem Plateau von der halben Treppe auf der Hälfte der Etage ist eine Tür, eine Draußentür zum Rausgehen und dann kommt man ebenerdig ähm, zum Grundstück. Und die zweite Tür ist tatsächlich aus dem Keller und da geht man nämlich noch die zweite Hälfte von der Treppe runter. Und die Tür ist hier die Kellertür unter dem Badezimmerfenster sozusagen. Und Tatsächlich das Grundstück, also, wir haben ja schon gesagt, dass wir nach Sachsen-Anhalt ziehen. Das kann eventuell sehr bergig sein, diese Region. Und wir sind auf einer sehr hohen, auf so einer Plateau. Wir sind ganz oben auf dem Hügel, um das mal ganz platt zu sagen. Und dafür ist das Grundstück aber noch relativ gerade, weil ich wollte auf gar keinen Fall ein Hanggrundstück haben. Das Grundstück geht so leicht bergab. Das ist völlig in Ordnung. Aber dadurch, dass das Grundstück halt nicht gerade ist, sondern so ein bisschen bergab geht, ist auch eine Eber, ein ebenerdiger Ausgang aus dem Keller möglich. Ja, das heißt, man hat direkt neben der Kellertür, hat man den Waschmaschinenanschluss. Das ist halt ganz cool, äh, klug gemacht. Dann kann man nämlich mit, der, mit dem vollen Wäschekorb direkt ebenerdig rausgehen aufs Grundstück. Muss keine Treppen laufen, weil so ein nasser Wäschekorb kann ja auch ziemlich schwer sein. Ähm, das feiere ich wiederum richtig, dass man äh, aus beiden Ausgängen hinten ebenerdig rauskommt. Wir werden äh, die Tür unten auf jeden Fall nochmal vergrößern ähm, und Lichtdurchfluteter gestalten, weil es ja ein Keller ist und mehr Licht ist besser. Aber das ist dann auf jeden Fall Zukunftsgedanken. Da machen wir uns also wir machen uns erstmal Sorgen um die wichtigen Sachen wie zum Beispiel eine vernünftige Heizung jetzt wo die Wintersaison kommt. Ne? Also es ist eine Heizung da, die funktioniert natürlich auch und ich denke, wir müssen noch Öl kaufen dieses Jahr. Aber für nächstes Jahr, dass wir das auf jeden Fall im Kopf haben, dass wir das austauschen mit einer Luftwärmepumpe, die ja auch ziemlich viele Vorteile bietet, auch für so ein altes Haus. Ne? Ähm, ja, wir machen die Maßnahmen, ne? die sind alle im Raum. Wir haben die auch ungefähr so im Kopf. Das würde jetzt aber zu weit führen, alle Maßnahmen, die wir jetzt äh, vorhaben oder äh, planen, die mit euch durchzusprechen. Das werdet ihr dann nach und nach auf jeden Fall sehen. Ihr träumt auf jeden Fall von einer kleinen Solaranlage. <laughs> Das würden wir auch richtig feiern, da würden wir uns auch eher als erstes drum kümmern, weil dann sparen wir ja effektiv Fixkosten jeden Monat. Und das sind dann eher so die wichtigeren Sachen als irgendwelche Schönheitsreparaturen. Die stehen dann weiter hinten an, das ist ja ganz klar. Ja, also ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ihr könnt mir gerne äh, euren Input dazu dalassen, was ihr so davon von haltet, wie ihr das findet. Ich finde es sehr, sehr schön. Es passt zu uns. Wir müssen ja da wohnen und einziehen. Ähm, ich finde, dass wir mit dem Iggy auch eine gute Lösung gefunden haben mit seinem eigenen Bereich. Ähm, und freue mich sehr auf den Umzug und das das Häuschen. Das ist wirklich für ein gebrauchtes Häuschen, das fühlt sich halt gar nicht nach einem Kompromiss an. Das gefällt uns einfach richtig gut. Und Osak und ich, wir beide natürlich, wir sind halt massiv begeistert. Ja, wir freuen uns halt sehr, wenn wir dort nächstes Jahr einziehen können. Und ja, damit beende ich jetzt hier an dieser Stelle das Video.